Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 14 News Update. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum Titel oder auch im Thumbnail steht Early Patch Notes, Fake oder Echt. Seit heute kursieren auf verschiedenen Plattformen Patch Notes, an denen man ernsthaft entweder zweifeln kann, weil man denkt, nein, das passiert nicht. Warum passiert es? Das kann nicht echt sein. Einiges davon, und es ist eine Menge, klingt plausibel, wo ich dann denke, es könnte tatsächlich echt sein. Ich gehe die ganzen Sachen jetzt einfach mal durch und ich weiß aber, dass viele, wo ich schon gelesen habe, die darunter kommentiert haben, unter einem YouTuber, der das extrem thematisiert hat, da haben auch viele gemeint, dass das nur Fake sein kann. Das Ding ist, die Quelle, die das veröffentlicht hat, ist, ich sag mal, unseriös, weil den keine Sau kannte. Aber wie gesagt, einiges davon ist relativ plausibel. Und ratet einfach mal selber oder schätzt für euch selber. Und deswegen möchte ich hier in dem Video zur Diskussion natürlich im freundlichen Sinne anregen. Was denkt ihr? Echt? Nicht echt? Könnt ihr euch das so vorstellen? Ja, nein, vielleicht. Und ich sage euch natürlich auch, was ich für echt halte und was nicht. Wir fangen jetzt an. Ich habe einmal zum Account-Level ein bisschen was, zum Equipment und Weapon Changes. Bei den Weapon Changes, da fasse ich mir teilweise ein bisschen an den Kopf und frage mich, warum. Seht gleich selbst, wir fangen mit dem Account Level an. Level Cap in Greece. Viele Rätseln. Wie hoch wird es denn? 500 bis 700, 800, 1000? Noch höher. Respawn hat es auf der offiziellen Seite mit schwindelerregende Höhe beschrieben. Und jetzt kommt etwas, wo ihr jetzt denkt, was? Nur bis Level 700? Bis Level 700 ist schon das erste, das glaube ich nicht. Level 700 ist viel zu wenig. Aber gleichzeitig steht in den Patch Notes, dass ein Prestige-System in Season 14 kommen soll. Und da haltet euch fest, das soll man dreimal aktivieren können. Das heißt, oder andersrum beschrieben, wer nicht weiß, was ich mit dem Prestige-System meine, gibt es in verschiedenen Spielen. Am einfachsten kann man das auf Call of Duty ummünzen, wenn ich das jetzt mal so sage. Wer das nicht kennt, du levelst im Multiplayer, was weiß ich, bis zur Maximalstufe 70 oder 75, je nachdem welches COD du gesuchtet hast, aktivierst den Prestige-Modus, du verlierst sämtliche Fortschritte, nicht deine Stats, ganz wichtig, KD und den ganzen Spaß. Du musst quasi die ganzen Waffen in COD, ist es so, dass du die ganzen Waffen neu freischalten musst. Ist für Apex natürlich totaler Käse, aber wir können davon ausgehen, wenn wir natürlich Level 700 einmal erreicht haben, Prestige aktivieren, dass wir irgendwas Tolles bekommen. Eine tolle Badge, vielleicht einen Waffencharm, einen seltenen, keine Ahnung. Irgend sowas könnte ich mir vorstellen. Und wenn wir tatsächlich dreimal das Prestige ab Level 700 erreichen können, heißt das, wir hätten tatsächlich ein Level-Upgrade von 500 auf 2800. Und ich denke, das hält erstmal eine Weile. Viele fragen sich, ich bin ja schon Level 500. Es gibt im Hintergrund einen Apex-Tracker, der läuft. Es gibt eine App und die sagt mir, ich bin schon Level 1400. Wird das angerechnet? Natürlich nicht. Wenn du auf Level 500 bist und zockst schon ewige Jahre drüber hinaus, du startest ab 500 und dann geht es weiter mit 501 und so weiter. Ganz wichtig, Apex-Packs sind ebenfalls ein Thema. Gibt es Apex-Packs? Hat Respawn nicht bestätigt in den Patch-Notes, heißt es ja. Ich gehe natürlich auch davon aus, es soll... Aktuell ist es so, wenn du von vorne anfängst bis Level 500 suchtest, ohne Battle Pass schaffst du es 199 Apex Packs freizuschalten und jetzt sollen wir inklusive Prestige-System bis 500 Packs insgesamt mit den ersten 199 bis Level 500 sollen wir 500 freischalten können. Das mit dem Prestige-System, das halte ich, ich weiß es nicht, ich halte es noch ein bisschen für ein Fake, ich kann es mir quasi aktuell noch nicht vorstellen. Wenn das so kommt, würde ich es geil finden, muss ich sagen. Kommt das nicht, wäre Level 500 bis 700 eine schwache Nummer. Ich ging von 1000 aus, lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall Apex-Packs erhöht, das wird definitiv passieren. Wie viel, müssen wir abwarten. Jetzt geht's weiter, Equipment. Halte ich einiges tatsächlich für sehr echt. Das goldene Knockdown-Schild kann nicht mehr self-reviven. Darüber beschweren sich gerade viele Pro-Player in den ALGS extrem. Keine Ahnung, was haltet ihr davon? Ich glaube daran tatsächlich, das ist schon seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren im Gespräch, dass das wohl mal passieren soll, dass es entweder rausfliegt oder genervt wird. Es soll nicht mehr self-reviven. Was das goldene Knockdown-Schild aber jetzt können soll, der Perk für den goldenen Packpack verschwindet und geht ins goldene Knockdown. Das heißt, du besitzt ein goldenes
Moment, das steht natürlich nicht beschrieben. Wenn ich jetzt ein goldenes Knockdown besitze, gehe ich davon aus, dass ein Teammate mich aufhebt und ich habe dann 50% Leben und 50% Schild. Ich gehe nicht davon aus, dass wenn ich das Knockdown-Schild habe und hebe einen Teammate auf, dass dann der Gedaunte die 50% Leben zurück hat. Müssen wir sehen, wenn es so kommt, keine Ahnung wie rum, eins von beiden wird dann so sein. Ich bin gespannt, was wird neu am goldenen Backpack. Und zwar soll es so sein, dass du große Heil-Items, quasi Schildbatterie und Medikit, nicht zweimal, sondern dreimal pro Stack stapeln kannst. Ist jetzt für ein goldenes Backpack nicht der Wahnsinn. Und was haben wir noch? Achso, das habe ich schon erzählt. Gehen wir weiter zu den Waffen. Und jetzt wird es absolut sinnlos. Und ich frage mich, warum? Und das ist der Grund, warum ich eigentlich an der Echtheit zweifle. Die Wingman soll nun Sniper-Munition haben? What? Warum? Das glaube ich einfach nicht. Dann soll die Spitfire auf einmal leichte Munition bekommen. Wenn ich jetzt nur die einzelnen beiden sehe, denke ich mir, okay, es könnte Sinn machen, wenn wir vielleicht Platz brauchen bei den schweren Waffen, weil Respawn mehr schwere Waffen noch hinzufügen will mit schwerer Munition. Aber muss ich deswegen die Munitionsart der Waffen ändern? Das gab es schon mal. Die Triple Tag hatte früher Sniper-Munition, hatte dann Energy-Ammo bekommen und früher, ganz am Anfang, gab es auch keine Sniper-Munition, da gab es nur schwere, leichte Shotgun-Muni. Habe ich irgendwas vergessen? Keine Ahnung, spielt jetzt für dieses Video keinen Leierkasten. Aber es macht für mich keinen Sinn, warum die Wingman jetzt auf einmal Sniper-Ammo haben soll. Es ist keine Sniper-Waffe, es ist eine Handfeuerwaffe. Punkt. Ist schon mal Käse. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das kommt. Sniper, Spitfire mit leichter Muni. Einfach warum? R99, und jetzt kommt nämlich der Clou. Die R99 soll im Gegenzug schwere Munition kriegen. Macht ebenfalls überhaupt keinen Sinn. Die IVA 8, das halte ich wiederum für echt, weil die soll nämlich einen Buff bekommen. Weil auch der Double-Tap-Trigger zurückkommt. Erhöhte Feuerrate und auch wenn du einen Shotgun-Bolt trägst, nochmal zusätzlich ein Stück weit erhöhte Feuerrate. Finde ich jetzt, wenn es tatsächlich passiert, nicht so geil, weil die IVA 8 wurde schon mehrfach genervt, weil sie einfach zu belastend war. Skull Piercer soll zurückkommen für Wingman, Longbow und 30-30. Klingt sehr plausibel. Das Laservisier, dieser Aufsatz, ihr kennt's, der Trailer, der allererste Trailer rund um Mad Maggie. Erinnert euch zurück, ich habe jetzt hier leider gerade kein Bildmaterial zur Hand. Der Stories from the Outlands Trailer müsste das gewesen sein. Da stehen lauter Soldaten um sie rum mit einer 301 und die hat ein grünes Laservisier, wo alle, was weiß ich, 3, 4, 5 Soldaten mit der 301 plus Laservisier auf sie gerichtet zielen und der Fatih von Octane sagt dann stopp, nicht schießen, bla bla bla. Ihr kennt den Trailer. Dieses Visier soll jetzt tatsächlich kommen, ist auch schon sehr lange in den Gamefiles, wurde schon vor Ewigkeiten geleakt. Also das könnte ich auch für echt halten, auch wenn es vielleicht ein bisschen später kommen könnte. Dann haben wir die G7, soll aus dem Care Package zurückkommen, sehr plausibel, soll tatsächlich so sein. Und angeblich die Vault, die sich schon sehr viele zurückwünschen. Könnte sein, ich habe auch damit gerechnet, dass vielleicht zwei Care Package Waffen zurückkommen. Und in den Replikator soll die 301 wieder gehen, hatten wir erst. Und eine weitere unbekannte Waffe, wo noch nicht feststeht welche. Und jetzt zwei Care Package Waffen. Die eine steht nicht fest und der Bockigbo. Ich könnte mir vorstellen, dass die unbekannte Waffe wahrscheinlich die Rampage sein könnte. So, jetzt seid ihr gefragt. Was haltet ihr für echt? Was haltet ihr für fake? Denkt ihr vielleicht, dass alles echt ist? Es könnte tatsächlich alles echt sein. Wie gesagt, die Quelle kannte keine Sau. Auf einmal war er da mit keine Ahnung wie viel Followern, so viele waren es nicht. Aber die News gingen so ein bisschen auf Twitter durch die Decke und viele haben es für ein Fake gehalten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich denke, dass ich euch demnächst, wenn dann das Patchnote-Video rauskommt, auf jeden Fall ein bisschen Licht ins Dunkle bringen kann. Bis dahin bin ich gespannt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und warte auf eure Kommentare, was ihr von den Early Fake oder Echt Patchnotes haltet. Das war's von mir und rein bis zum nächsten Mal. Ciao.